Wenn du es dann in dein Schnittprogramm geschafft hast, solltest du dir zuerst einmal dein ganzes Videomaterial ansehen. Das kann schon dauern. Aber du solltest genau wissen, was du hast und was du nicht hast. Erst jetzt siehst du, ob dein Konzept aufgeht. Such zuerst nach den guten Teilen in deinem Material und reihe daraus die Geschichte aneinander. Eine Geschichte ist immer besser kurz als lang. Du kannst eine Geschichte aus den Bildern und Interviews zusammensetzen, die du gefilmt hast. Wenn du meinst, man versteht noch nicht, was du sagen willst, kannst du auch noch mit Kommentaren arbeiten. Die meisten Computer haben irgendein Mikrofon eingebaut. Oder verwende einfach deine Kamera, um deinen Text aufzunehmen. Mit manchen Schnittprogrammen kann man auch Texte und Titel einblenden. So kannst du auch die eine oder andere fehlende Info ergänzen. Schneide nicht die ganze Zeit alleine. Wenn du etwas herzuzeigen hast, zeige deinen Freunden oder deiner Familie dein Video. Sie können dir sagen, ob es logisch ist und ob man sich auskennt. Wichtig: sei kritikfähig.